gotta come to Soulbox. Also ich habe Soulbox gegründet, einige kennen vielleicht den Sneaker Store. Soulbox ist sozusagen so ein Top-Tier-Sneaker Store gewesen oder ist es immer noch. Und schon immer global ausgerichtet gewesen, nicht nur jetzt lokal, nicht nur auf Deutschland, sondern halt international. Und gleichzeitig habe ich noch Soulmart gemacht. Das war so die erste Sneaker-Convention im deutschsprachigen Raum, also Österreich, Deutschland, Schweiz, um immer ein Teil dieser Community zu sein. Also ich bin aus der Community entstanden, ich bin seit über 30 Jahren in der Sneaker-Welt dabei. Ich habe viel mit Brands zusammenarbeiten dürfen und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass nicht nur meine Brand Soulbox bekannt wurde, sondern halt auch ich als Person zu einer Brand wurde. Das Wichtigste aus meiner persönlichen Sicht ist, man kann den tollsten Shop haben, man kann die tollsten Leute einstellen. Ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass man für das brennt, was man tut. Das heißt, dass es das Emotionale, diese emotionale Bindung zum Produkt, aber auch die emotionale Bindung zu deinen Kunden. Ich denke, das ist so, der Schritt ist einfach wirklich, die persönliche Beziehung aufzubauen und auch die Marke zu connecten mit einem Gesicht. Es muss nicht immer der Geschäftsführer sein, aber ich finde es unheimlich wichtig, jetzt wie eine Max kennenzulernen von High Snow White, um einfach was Anonymes persönlich zu machen. Und ich glaube, darüber kann man auch sehr, sehr viel, ich glaube, in der kommerziellen Sprache Conversion generieren. Ich habe mir ehrlich gesagt nie um so strategische Dinge Gedanken gemacht. Ich habe einfach das gemacht, worauf ich Bock hatte. Entweder habe ich einen Glücksengel oder es hat einfach irgendwie dann doch funktioniert, das Konzept. Ja, mein neues Projekt ist Sondra. Ja, die Marke ist ganz gut durchgestartet. Selbst Promis haben dann irgendwie die Aufmerksamkeit auf meine Marke bekommen. Ich mache jeden Monat einen Release. Die Stückzahl liegt so bei 200 Paar. Und das liegt eher daran, weil ich das als One-Man-Show immer noch mache. Das heißt, ich designe den Schuh, ich lasse den Schuh produzieren, ich verpacke die Schuhe, ich bediene den Online-Shop. Also es ist wirklich noch, eigentlich ziemlich dämlich, aber es funktioniert irgendwie. Something you can't tame, 'cause I break the chains. Can't control me.